Ein richtiges Behindertenspiel hier im Finale des Grand Prix in der Wiener Stadt. Frisch rasiert, 35 Grad hier in Bad Vöslau. Eigentlich ein Wetter, wo man normal im Bad liegt oder einfach nur zu Hause in der kühlen Wohnung relaxed. Da ich aber öffentliche Bäder hasse und mich nicht wie eine Sardine zur anderen dazulege, fahre ich in der ärgsten Hitze herum und suche nach Tennis-Pleite-Clubs. Und ich bin da jetzt in Bad Vöslau auf der Anlage. Ich weiß nicht mal, wie sie jetzt aussieht, also ich lasse mich jetzt überraschen. TC Schlossberg Bad Vöslau. Das war ein Club, der in den 90er Jahren für Furore sorgte, nämlich eher in negativer Schlagzeile. Dort hatten nämlich eine Mannschaft gespielt, die quasi in identer Aufstellung dann zugleich in Wien Meisterschaft gespielt hat. Das Ganze ist aufgeflogen und die Mannschaft hat sich dann quasi zerstreut. Nicht aber nur die Mannschaft, ich glaube, es gab auch wirtschaftliche Probleme. Der damalige, Chef des ganzen Vereins hat mit diversen Aktionen, glaube ich, dem Verein auch und dem Club auch geschadet. Ich möchte da jetzt keine Namen nennen, denn das könnte ja nach Rufschädigung dann ausschauen, das möchte ich mir ersparen. Wie gesagt, der Club ist zugrunde gegangen, es gibt hier kein Tennis mehr, ich bin gespannt, wie die Plätze ausschauen, vielleicht sind sie sogar noch bespielbar und es wird trotzdem nicht gespielt. Schauen wir uns jetzt kurz die Plätze an, hier in Schlossberg, am Schlossberg. Schön. Ja, und das erste Relikt haben wir noch, denn es gibt hier noch das Schild TC Schlossberg oder Tennisanlage am Schlossberg. Man sieht hier, oder vielleicht habt ihr schon gesehen, die Tennisplätze. Ich glaube, es sind vier. Ja, gut, da haben wir ein schönes Panorama. Da werden wir natürlich einzoomen. Vier Tennisplätze waren es. Ich versuche jetzt da ein bisschen mit dem Zoom mich zu spielen. Leider. Ja, also wie gesagt, hier seht ihr die Tennisplätze. Ich habe Schlimmeres gesehen. Natürlich hängen hier schon oder wachsen hier schon etliche Sträucher und Gebüsche raus. Zwei Netze sind sogar noch vorhanden. Die anderen zwei Plätze nur mehr mit Pfosten versehen. Ich glaube nicht, dass es hier Probleme geben wird mit irgendwelchen Anrainern. Ich glaube, diese Anlage ist zwar im Privatbesitz, aber ich denke mir, jetzt kommt ein Auto vorbei, muss den filmen auch gleich mit, ob er vielleicht herschaut. Nein, der schaut nicht her. Mir ist das völlig wurscht. Das ist ein Gemeindefahrzeug übrigens. Ich gehe wieder runter. Da unten steht nämlich mein Auto übrigens da. Hier. Ich kann mich erinnern, da hat einst Andreas Juda gespielt, ein Wiener Spieler. Ich glaube, es war ein Turnier, dieses große Schlossberg Open, wo anschließend eine Siegerehrung im Casino Baden stattfand, wo dann ein Auto, ein Kleinwagen, verlost wurde. Und es war eine Art Tombola mit einem Hauptpreis, es war ein Auto. Und der Gewinner dieses Hauptpreises hat das Auto nie bekommen. Also das Ganze, dann war wieder, gab es wieder Sponsorenschwierigkeiten. Der Veranstalter hat offensichtlich hier nicht sein Wort gehalten. Das Auto, wie gesagt, wurde letztendlich nicht an den Gewinner abgegeben. Der hat dann durch die Finger geschaut. Und das ist halt leider so bei so unehrlichen Veranstaltern oder die eben viel versprechen und wenig halten. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt the rules gebreakt. Wir sind hier direkt am Privatgrundstück des TC Schlossberg. Hier sehen Sie die Clubanlage und hier die Tennisplätze. Ich habe euch das einfach nicht vorenthalten können. Wir sind hier auf der Anlage des TC Schlossberg. Ja, gut, was gibt es da so zu sagen? Tennis in der Schlossberg. Betreten hier ein Privatgrundstück. Wir sind auf einem Privatgrundstück. Hier wurde gegrillt übrigens da hinten. Sehr nette Anlage. Ich muss mich da abwischen. Das ist nämlich ziemlich dreckig gewesen. Und das waren die Plätze.
Ich habe es vorher schon reingefilmt, ich zoome es jetzt nochmal ein. Sporthusar, sensationell. Da habe ich früher sogar Tennisschuhe gekauft. Sporthusar. Den gab es in Baden übrigens auch. Das wäre fast schon ein legendäres Memorabilia, Sports Memorabilia. Wenn man diese Plane mit nach Hause nimmt und auf dem Tennisplatz zu Hause in der Retto vielleicht hängt, Sporthusar. Absolut Weltklasse. Gut, was gibt es hier noch? Vielleicht gehe ich kurz rund auf die Plätze. Mich sieht sowieso keiner. Den Autoschlüssel habe ich eh stecken lassen. Wasserleitung, gibt es hier Wasser? Ich hoffe. Nein. Oh ja, oder? Nein. Wasser ist abgedreht. Kein Wasser. Schade. No water. Ja, ist ein Wahnsinn. Schaut euch die Plätze an. Da habe ich gespielt, hier auf dem Court Number 1 gegen Alex Havle. Trainingspartie. Und gegen den Mann mit dem Holzschläger beim Schlossberg Open. Dann habe ich da drüben verloren gegen irgendeinen Schupfer aus Mannersdorf oder aus Sommerrhein, ich weiß nicht mehr. Wie gesagt, das ist lange her. Wie gesagt, das war die Tennisanlage Schlossberg in Bad Vöslau. Ich bin hier illegal auf einem Privatgrundstück. Ich bin einfach über den Zaun gesprungen. Es ist sowieso nichts mehr los. Ich wollte euch nur sagen, dass es hier eine super Anlage gegeben hat, die jetzt verkommen ist, finanziell pleite gegangen ist. Der Chef oder wie man es nennt, der Obmann, hat den Club runtergewirtschaftet, hat nichts daraus gemacht, hat eher auf sein eigenes Wohl gedacht und auf seine Spieler, mit der er dann Meisterschaft sowohl also in Wien als auch in Niederösterreich gespielt hat. Ich weiß nicht, wo die Gelder, die Vereinsmitgliedsgelder hineingeflossen sind. Dazu habe ich zu wenig Insiderwissen. Hinter mir seht ihr die Plätze, unbespielbar. Und ich muss jetzt auch schon langsam wieder gehen, bevor mich hier irgendwer ertappt und mich des Hausfriedensbruchs anzeigt. Das war eine weitere Ausgabe von Am Platz und der Tennisschneckel kommt wieder mit einem weiteren Pleiteclub, denn die sterben bekanntlich nie aus. Pfiat euch! So, ich werde jetzt versuchen, über den Zaun zu kraxeln. Das ist ganz gefährlich da. Vorher bin ich mich über den... Hoffentlich ist der nicht irgendwie elektrisch gesichert oder irgendwie mit seiner... mit einem... Nein, schaut nicht so aus. Oh gut. So, auch nicht oft gesehen, steige ich hier drüber mit der Kamera und bin schon nicht mehr am Grund. So, jetzt hau ich mir ein kühles Blondes rein, wenn ich zu meinem Auto runtergehe. Oh, herrlich. Eine der schönsten Anlagen, ja, war das. So, wo ist mein Isus da? Schaut es noch rüber einmal, Schlossberg. Den wird es nicht mehr so schnell sein, den Club. Außer irgendwer pulvert da wieder rein und weckt diese Anlage noch einmal. Ruft sie zurück ins Leben.